In den USA gibt es eine Gruppe, das sind 75 Professoren, unter denen ein gewisser Morgan Reynolds, ja, die ganz deutlich sagen, dass dies nicht von Muslimen gemacht wurde. Jetzt, ein gewisser Mark Banek, ein Fox-Reporter, Fox von einem Nachrichtensender, der sagt zu der Maschine, also das Flugzeug, es sah definitiv nicht wie ein kommerzielles Flugzeug aus, ich sah an der Seite keine Fenster. Und an einer Boeing 747, an einem Passagierflugzeug, sind natürlich Fenster. Fenster findet man nur nicht wo? An einem Militärflugzeug. Der andere sagt, das war das erste, ich zähle nur 11 Punkte aus, du kannst da 100 Punkte nennen. Der andere sagt, das ist ein gewisser Russ Wittenberg. Der sagt, so eine 330-Grad-Drehung mit einer Boeing 747 kann man überhaupt nicht machen, das kann man nur mit einem Militärflugzeug machen. Das ist ein Flugexperte. Und der andere sagt, zwei Zeugen, die unabhängig voneinander berichten, sagt, er hat keine Fenster gesehen. Jetzt weiter. Steve Jones, auch ein Professor, der sagt, dass dieses Eisen nicht schmelzen kann. Dadurch, dass das brennt, diese Etage, kann das Eisen nicht schmelzen und sich zusammensickern. Dann überleben, dann der andere Punkt dazu ist, hat man schon mal gehört, ich habe es noch nicht gehört, vielleicht gibt es das ja. Hat schon mal jemand gehört, dass es haben ja schon so oft Gebäude gebrannt. Hat schon mal jemand gehört, dass ein Gebäude gebrannt hat, oben in einem Stockwerk und dann ist der Stahlträger geschmolzen und ist in sich zusammengekracht, wie das World Trade Center? Okay, hast du es schon mal gehört? Nein, ich habe es auch noch nicht gehört. Vielleicht gibt es das ja, aber was einige Überlebende gesagt haben, die aus dem World Trade Center raus sind, die haben gesagt, die haben Explosionen gehört. Das dazu. Dann wird erzählt, dass die Leute aus dem Flugzeug mit dem Handy angerufen haben. Heute gibt es Leute, die versuchen es zu entwickeln, dass man mit einem Handy aus dem Flugzeug anrufen kann, weil man in der Höhe gar nicht anrufen kann. Komisch, 2001 hat das schon geklappt, dass man mit den Handys angerufen hat. Hier, dann, Osama bin Laden sagt in dem Umma-Magazin, ein paar Tage nach den Anschlägen vom World Trade Center, sagt er, dass es nicht erlaubt ist, Frauen und Kinder und so weiter zu töten. Dann sagt er später in einem Interview mit Al Jazeera, nicht irgendein geheimes Video, was gedreht wurde, was er vielleicht gar nicht mitbekommen hat, wo die Tonqualität schlecht ist und wo die Tonqualität, wo du gar nichts verstehst und wo du kaum etwas, wo die Bildqualität schlecht ist. Da sagt er, die US-Regierung beschuldigt mich, hinter jeder Attacke zu stehen. Ich versichere der Welt, ich habe diese Attacke nicht geplant. Sie scheinen von Leuten aus persönlichen Gründen geplant worden zu sein. Ich lebe in Afghanistan und die Führer des Landes erlauben mir nicht, solche Operationen durchzuführen. Das war bei Al Jazeera, kann jeder nachprüfen. Ja, so, jetzt. Im Prinzip, was will ich damit sagen? Wir sagen ganz klar, World Trade Center, Madrid, oh, das ist meine Aussage, sind alles Dinge, egal ob es Muslime gemacht haben oder nicht Muslime, die verboten sind. Du kannst nicht Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit bekämpfen, unschuldige Menschen töten, ganz einfach. Und das ist ganz klar. Aber was ganz klar ist, ist auch, dass diese Sachen, die verallgemeinert wurden und die überall bekannt sind, dass die Muslime das gewesen sein sollen, dass die Beweisführung dafür sehr, sehr vage ist. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von 75 Professoren aus den USA, die darüber Filme gedreht haben, wie zum Beispiel Lost Chains und andere Filme. Und das waren eben nur einige Punkte zum 11. September, die ich genannt habe. Jetzt ist aber die Frage, ist ja alles schön und gut, vielleicht waren das Muslime gewesen, vielleicht waren es keine Muslime gewesen, aber die Frage, die uns jetzt interessieren sollte, weil wir haben jetzt abgeschlossen und gesagt, können ganz deutlich sagen, dass der Islam, dass der Terrorismus kein Monopol des Islams ist. Die Muslime haben den Terrorismus nicht erfunden und die sind noch nicht mal die Spezialisten im Terrorismus. Ganz deutlich.
Aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, es gibt ja doch Muslime, die es als legitim ansehen, unschuldige Menschen in die Luft zu jagen. Und auf diese Punkte wollen wir jetzt eingehen und dann machen wir erstmal 30 Minuten Pause. Okay? Jazakum Allah khairan. Wir haben angesprochen, dass es Menschen gibt, die Gewalt gegen Unschuldige im Namen des Islam anscheinend für gerechtfertigt halten. Und wir haben gesagt, dass es Leute gibt, die den Menschen vermitteln wollen, dass der Islam eine Religion des Terrors ist und zeigen dann auf Begebenheiten, die sich im Zeiten des Lebens, die sich in den Zeiten des Lebens des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ereignet haben. Und dann werden gerne einige Hadithe genannt, beziehungsweise Ayats, Verse aus dem Koran genannt. Und dann wollen wir kurz auf diese Verse eingehen. Ein Vers, der sehr gerne genannt wird, ist in Surah At-Tawbah, wo Allah sagt: "Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadu wa hum saghirun." Das heißt, bekämpft die Leute sinngemäß von den Leuten der Schrift, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht der wahren Religion folgen und nicht das für verboten erklären, was Allah und sein Gesandter für verboten erklärt, bis sie die Jizya, das ist eine spezielle Steuer, aus ihrer Hand geben und sie klein dabei sind. Ja? Das soll dann der Beweis sein, dass es erlaubt ist, Unschuldige zu töten. In diesem Zusammenhang muss man erstmal sagen, in welchem Zusammenhang, denn wir müssen verstehen, der Koran ist ein Buch, das ist nicht auf einmal herabgesandt worden, sofort zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern zu bestimmten Ereignissen kam ein bestimmter Befehl an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieser Vers speziell wurde herabgesandt im historischen Kontext, dass die Römer bzw. die Byzantiner sich auf einen Krieg mit dem Propheten Sassim vorbereitet haben und ihm entgegengekommen sind. Und hieraus ist die Schlacht von Tabuk entstanden. Das ist im Kontext der Schlacht von Tabuk. So. Das heißt, man kann diesen Vers überhaupt nicht dazu benutzen, zu sagen, man könnte jetzt irgendwie rausgehen und jeden Nicht-Muslim töten. Es hat damit gar nichts zu tun. Es ist genauso, als wenn ein General in Vietnam oder ein Vorgesetzter im Militär zu den Soldaten sagt, tötet alle Vietnamesen, die ihr seht. Aber er ist auf dem Schlachtfeld und erzählt es ihnen. Er meint damit nicht, du sollst jeden töten, sondern der Kontext von dem Ausspruch dieses Generals oder Vorgesetzten ist dieses Schlachtfeld, dieser Kampf. Und genauso ist es hier auch. Der Kontext ist das Schlachtfeld im Prinzip. Der Angriff der Römer, die den Propheten schon gedroht haben. Das heißt, man kann es überhaupt nicht benutzen, um Gewalt gegen Unschuldige für erlaubt zu erklären. Überhaupt nicht. Jetzt kommt der nächste Punkt, um das zu verdeutlichen, dass also diese Beweisführung falsch ist. Der Prophet sagt in Hadithen ganz deutlich, und der Kontext von diesen Hadithen ist wieder, und die spezifizieren die Bedeutung der Koranverse, dass er es verboten hat, im Kriegsfall, nicht im Friedensfall, nicht im Fall, wo ein muslimisches Land mit einem nicht-muslimischen Land ein Abkommen hat, im Kriegsfall hat er es verboten, Frauen zu töten, Kinder zu töten, Greise zu töten und im Nachhinein Abu Bakr und so weiter. Es wurde sogar verboten, in den Schlachten Mönche zu töten, weil die sich nicht an dem Kriegsgeschehen beteiligen. Und es wurde verboten, Arbeiter zu töten, die sich nicht an dem Krieg beteiligen. Das heißt, der Islam definiert ganz deutlich, dass Zivilisten nicht getötet werden dürfen. Und das ist eine ganz klare, explizite Aussage. Wenn dies in einem Kriegsfall noch nicht mehr erlaubt ist, wie ist es dann erst in einem Fall, wo Frieden herrscht? Dann ist es erst recht nicht erlaubt. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, okay, wie wird es trotzdem legitimiert? Ich kann nur eins sagen. Es gibt
keinen Gelehrten auf der ganzen Welt, keinen, der sagt, es wäre erlaubt im Islam, Frauen, Kinder und so weiter zu töten. Keinen. Noch nicht mal, und Usama bin Laden ist kein Gelehrter im Islam, das wollte ich nur dazu gesagt haben, aber noch nicht mal Usama bin Laden sagt man, dass man das darf. Er sagt, das ist nicht erlaubt. Sein Sohn, Umar bin Laden, war im Ägyptischen, aber wir kommen jetzt gleich, um auf die Details einzugehen, damit man das auch richtig versteht, worum es geht. Sein Sohn, Umar bin Laden, war bei einem ägyptischen Fernsehsender und hat gesagt, und wir haben eben auch über Al Jazeera gesprochen und über Umar Magazin, wo Osama bin Laden das gesagt hat. Er sagt ganz deutlich, sagt Umar bin Laden, der Sohn von Osama, übrigens, der ist jemand, der so richtig disco-mäßig rumläuft, wollte ich nur gesagt haben, der Sohn von ihm. Er sagt, dass mein Vater das Töten von Zivilisten als verboten ansieht. So. Dann fragt der Reporter ihn, und jetzt gehen wir auf diesen Punkt ein. Dann fragt der Reporter ihn, ja, aber das ist ja ein Widerspruch. Er sagt, er sieht das als verboten an, aber zur selben Zeit wird das anscheinend praktiziert. Und jetzt kommt der Punkt. Daraufhin meint er, bitte die Fragen dann nachher weitergeben. Daraufhin meint der Sohn, dass sein Vater diese Menschen nicht als Zivilisten ansieht. Und das ist die Schubha, das Scheinargument, der Gedankenfehler, was die Gelehrten sagen, die großen Gelehrten des Islam, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Er sieht diese Leute nicht als Zivilisten an. Warum? Weil im Krieg ist es zum Beispiel erlaubt, ein Kind zu töten. Wenn das Kind beispielsweise zu dir kommt, ist zum Beispiel 12 Jahre alt, ein Junge, steht mit einem Gewehr vor dir. Ist es dann erlaubt, das Kind zu töten? Natürlich. Oder eine Frau, die steht vor dir mit der Kalaschnikow. Sagst dann, nee, der Prophet hat verboten, Frauen zu töten. Nein, natürlich nicht. Das heißt, wenn derjenige am Krieg teilnimmt, ist es erlaubt. Jetzt kommt die Aussage, und das ist der Gedankenfehler, also Umar bin Laden hat das gesagt, ob das wirklich stimmt, ist die andere Frage, ob Osama bin Laden das sagt, ist die andere Frage. Aber wir wissen auf jeden Fall, Leute, Muslime, die es als legitim ansehen, Zivilisten zu töten, haben dasselbe Argument. Sie sagen, wenn sie Reru Muharibin sind, das heißt, wenn sie nicht am Krieg teilnehmen, ist es nicht erlaubt. Aber wenn sie am Krieg teilnehmen, ist es erlaubt. Und jetzt kommt das Argument, dass sie sagen, in der Demokratie sind diejenigen, die Leute in islamischen Ländern werden angegriffen, werden unterdrückt, das sagen sie. Das ist ihre Aussage. Ich sage nur, was ihre Aussage ist. Und dadurch haben sie mitbestimmt, dass diese Länder angegriffen werden und sind mit die Leute, die das Land angreifen. Dadurch, dass sie dafür gewählt haben. So. Der Gedankenfehler an der Sache ist natürlich ganz klar. Denn, und das kann man jetzt erläutern, das sind nicht meine Worte, weil ich bin kein Gelehrter, aber ich beziehe mich auch auf Leute, die Islam richtig studiert haben. Und hier habe ich zum Beispiel das Fatwa-Department, ja, unter der Aufsicht von dem Sheikh, von dem Gelehrten Abdul Wahab At-Turairi. Ja, und die sagen genau zu dieser Fragestellung, das Argument, was vorgebracht wird, ist falsch. Also dieses Argument, die sind ja in der Demokratie und die wählen auch die Leute. Jetzt beispielsweise das amerikanische Volk hat den amerikanischen Präsident George Bush nochmal gewählt und der ist im Irakkrieg. Er sagt, dieses Argument ist falsch und es ist ganz offensichtlich, dass wenn wir die Umstände, in welchen diese Regel von dem Verbot des Tötens von Frauen und Männern gekommen ist, wenn wir das betrachten, dass das Argument absolut falsch ist. Warum? Ich übersetze das jetzt nicht alles, sondern ich gebe sinngemäß die Fatwa wieder. Weil er sagt, in der Zeit des Propheten, wo er verboten hat, der Prophet, Frauen zu töten, Kinder zu töten, Greise zu töten und so weiter, in dieser Zeit hatte der einzelne Mensch, die einzelne Frau, zum Beispiel Hind, die Frau von Abu Sufyan, die hatte mehr Einfluss darauf, was die Soldaten machen, beziehungsweise welche Entscheidung und welchen Krieg die Quraysh, das heißt die Mekkaner, die Mushrikin zu dieser Zeit, gegen die Muslime führen, als heutzutage der einzelne George Smith in Amerika auf einen Einfluss hat auf
das, was irgendwo in Irak oder irgendwo anders passiert. Das ist da ganz klar. Und das zeigt ganz klar, dass dieses Argument falsch ist. Das heißt, wir können nicht den Verbot vom Propheten, der verboten hat, Frauen, Kinder und so weiter, ganz deutlich zu töten, wir können den nicht aufheben durch so eine weit hergeholte Interpretation. Denn wie gesagt, wenn man sagt, ja, in der Demokratie, dann sagen wir, früher hatten sie erst recht mehr Einfluss darauf gehabt. Und der Prophet Mohammed hat es ganz, ganz eindeutig verboten. Wie gesagt, das ist nicht nur von mir, das ist von einem Fatwa-Komitee aus Saudi-Arabien. Und du kannst in jedes islamische Land gehen, dort, wo die großen Gelehrten sind, Ägypten, Syrien, Marokko, sie werden dir überall, weil sie einen tieferen Einblick in die Sache haben, werden dir überall genau dasselbe sagen. Dass dieser Analogieschluss von Demokratie und so weiter, dass es deswegen erlaubt sei, absolut verkehrt ist. Das sind nicht meine Worte, aber das ist meine Meinung und ich sehe das ganz deutlich als richtig an, diese Herangehensweise. Dann, das nächste Argument, was angebracht wird, ist, in der Zeit vom Propheten, und ich bringe diese ganzen Beweise und Gegenbeweise, damit es auch wirklich bei jedem Klick macht. Damit es jeder versteht. Ja, weil es sollte jedem Muslim etwas daran liegen, dass als erstes, wenn hier in Deutschland was passieren würde, wer erstens dieserjenige, der das macht, bringt damit unschuldige Menschen um. Und da sind vielleicht auch Muslime bei. Als zweites, er bringt den Islam in Verruf. Und als drittes, die Muslime sind nachher diejenigen, die darunter zu leiden haben. Und viertens, Selbstmord im Islam verboten. Beispielsweise bei einem Selbstmordanschlag. Vier Punkte, warum wir darauf aufmerksam machen müssen. Warum ich darauf aufmerksam mache, und das ist meine Überzeugung. Es gibt jetzt einige Leute unter den Muslimen, die sagen, ja guck mal, durch den 11. September, ich sage immer 9.11., weil ich immer im Englisch lese, und da sagt man 9-11. Deswegen sage ich oft 9.11. Also der 11. September, die sagen, guck mal, wie viele Leute sind nachher dadurch zum Islam gekommen? Da sage ich nur, lieber Bruder, überlege mal richtig. Sind die zum Islam gekommen, weil die den 9.11. gesehen haben, haben gesagt, ey, super, im Islam kann man mit einem Flugzeug ins World Trade Center fliegen? Oder sind die zum Islam gekommen, weil die das gesehen haben, sich über Islam informiert haben und dann gesagt haben, nee, das ist nicht Islam. Genau das andere ist der Fall. Sie haben gesehen, das ist nicht Islam und deswegen haben sie den Islam angenommen. Aber es kann doch nicht legitim sein, dass wir sagen, ja okay, wir machen jetzt eine schlechte Tat, eine Tat, die an sich verboten ist und dann sagen wir, ja okay, da sind nachher welche durch zum Islam gekommen. Ein Muslim vergewaltigt eine deutsche Frau, die hört dann, dass er Muslim war, beschäftigt sich danach mit Islam und nimmt den Islam an. Hat sie den Islam angenommen, weil er sie vergewaltigt hat? Nein. Ist jetzt die Vergewaltigung halal geworden? Nein. Ist jetzt das Töten von unschuldigen Menschen halal geworden, weil Leute zum Islam gekommen sind? Die Leute sind nicht zum Islam gekommen, weil jemand mit einem Flugzeug in ein Hochhaus reingeflogen ist oder ein Wolkenkratzer. Sondern weil sie gesehen haben, dass das nicht Islam ist. Und es ist wirklich ein Armutszeugnis für uns Muslime, dass wir schlechte Werbung brauchen von den Medien, um den Islam nach vorne zu bringen. Das ist ein Armutszeugnis für uns. Und etwas anderes. Wir haben Statistiken, wie viele Leute zum Islam gekommen sind. Aber wir haben keine Statistiken, wie viele Leute weggegangen sind vom Islam. Wie viele? Und wie viele Leute den Islam hassen und bekämpfen und wie viele Muslime vielleicht selber vom Islam ausgetreten sind. Haben wir die Statistik schon mal betrachtet? Da gibt es keine Statistik drüber. Aber glaubt es mir, die Zahl ist hoch. Das heißt, so etwas als Legitimation zu sehen, bitte die Fragen nachher bringen, bitte. Ja, danke. So, damit kann man diese Tat nicht legitimieren, dass man sagt, ja, sind Leute nachher zum Islam gekommen. Das nächste Scheinargument, was gebracht wird, ist, In der Zeit des Propheten wurde mit einem Katapult auf wen geschossen? Auf das Militär der Feinde. Mit einem Katapult. Und dann sagten einige Gefährten, dass dort auch Frauen sind. Die laufen solche dazwischen. Der Prophet meinte, sie gehören zu ihnen. Aber wenn jetzt, und das will jetzt jemand so, aber dann sagt er, ja okay, guck, das ist der Beweis, wir können die Frauen töten.
Wir sagen, und ich sage ganz deutlich, lieber Bruder, liebe Schwester, schalt mal dein Gehirn ein und betrachte die Sache nochmal ganz. Ist jetzt das eine, was ist jetzt mit dem anderen? Was machen wir jetzt mit dem Hadith, der sagt, das Töten von Frauen ist verboten? Das Töten von Männern, das Töten von Greisen ist verboten? Das Töten von Kindern ist verboten? Was machen wir jetzt damit? Sagen wir jetzt, wir nehmen das Katapult, das andere lassen wir. Wir sagen, schau dir doch mal den Kontext an. Es ist doch offensichtlich, was damit gemeint ist. Hiermit ist gemeint, du bist in einer militärischen Auseinandersetzung, wo du den Feind anzielst und zufälligerweise kommt jemand dazwischen gelaufen, der ein Zivilist ist. Das kannst du doch nicht beziehen auf einen gezielten Anschlag auf eine U-Bahn oder einen Zug oder einen Wolkenkratzer. Das hat doch damit nichts zu tun, sondern dieses beispielsweise eine Situation, ja, jemand, eine Militärstation wird angegriffen und die Putzfrau ist zufälligerweise dazwischen und kommt ums Leben. Aber dein Ziel war nicht die Putzfrau, sondern das Ziel war die Feinde, die Soldaten. Das ist ein Unfall. Das heißt, hier Ziel wird mit dem Katapult, wird der Feind angezielt und das andere ist ein Unfall. Aber man kann doch nicht davon reden, wenn man in einer Schule oder einer U-Bahn oder irgendwo eine Bombe legt, dass man dann sagt, ja, ist ein Unfall. Es sind auch Frauen und Kinder bei umgekommen. Das ist ein gezielter Anschlag darauf. Also es ist ganz offensichtlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, dass das eine mit dem anderen gar nicht zu legitimieren ist. Und dann sagen wir wieder, was machst du mit dem Hadith, wo der Prophet es verbietet, Frauen und Kinder und so weiter zu töten? Du kannst das eine mit dem anderen nicht aufheben. Dann wird gesagt, dann kommt als nächste Ausrede, kommt dann, und das sind nicht meine Worte, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte auch wieder von Abdul-Wahab Tureri, der genau diese Sache angesprochen wird, in Taif. Ich habe diese Fatwa hier. Kann sich auch gerne jemand durchlesen. Ich will jetzt nicht alles durchlesen. Der genau diesen Punkt erwähnt. Und die Gelehrten, die richtigen Gelehrten des Islam, sagen das alle. Geh nach Ägypten, geh nach Saudi-Arabien, geh nach Damaskus, nach Syrien. Ja? Frage die großen Gelehrten, sie werden dir das alle genau so sagen. Punkt. Nächster Punkt. Nächster Punkt ist, dann sagt jemand, ja, man muss ja etwas machen. Schau mal in den islamischen Ländern und schau mal, wir werden angegriffen und schau mal dies und das. Okay, kein Problem, man muss etwas machen. Ja, was musst du machen? Du musst das Richtige machen. Und du kannst Feuer nicht mit Feuer löschen. Du kannst Ungerechtigkeit nicht mit Ungerechtigkeit bekämpfen. Du kannst nicht sagen, ja, wir müssen was machen. Ja, okay, ja, wir müssen ja was machen. Dann gehe ich jetzt in die Fußgängerzone mit der Kalaschnikow, dann balle ich ein bisschen rum, da habe ich was gemacht. Ja, was hast du dann gemacht? Dann hast du was Falsches gemacht. Dann hast du es noch schlimmer gemacht. Also es geht nicht darum, etwas zu machen. Es geht darum, das Richtige zu machen. Es kann keiner sagen, ja, okay, was sollen wir machen? Dann müssen wir was machen. Und dann jagen wir jetzt mal ein Einkaufscenter in die Luft. A'udhu billah. Das ist der Fall, das ist ein richtiger Gedankenfehler. Und ich sage ihr nochmal, man soll sich nicht emotional durch irgendwelche Videos mit Anarchie im Hintergrund dazu verleiten lassen, ja, eine Tat zu rechtfertigen, die mit rationalem Verständnis nicht zu rechtfertigen ist. Nächster Punkt, das ist auch, was ich eben schon erwähnt habe. Ja, unsere Kinder und Frauen werden auch getötet. Das sagen wir auch wieder, Mashallah, unsere Kinder und Frauen werden getötet. Der Prophet sagt, behandel den gut, der dich schlecht behandelt. Du sagst also jetzt, mein Kind wurde getötet von Karl-Heinz, dann gehe ich jetzt zu Maximilian und töte sein Kind. Oder ich gehe zu Karl-Heinz und töte sein Kind, weil er mein Kind getötet hat. Was kann das Kind von Karl-Heinz dafür, dass Karl-Heinz mein Kind getötet hat? Oder je nachdem. Welche Herangehensweise ist das? Und ist das womit man das Ziel erreicht? Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Ja, genau was ich eben gesagt habe, ja, jemand vergewaltigt deine Frau, dann sagst du, okay, dann gehe ich jetzt zum Nachbarn und vergewaltige dem seine Frau. Das hat nichts mit Islam zu tun. Das heißt, hier haben wir ein großes Problem. Deswegen, was ist unsere Pflicht? Das dazu, also deswegen... Hier ist es ganz klar. Und ich habe hier nochmal eine Fatwa rausgesucht. Ja. Is it permissible in Jihad to attack civilian targets?
ist es im Dschihad erlaubt, zivile Ziele anzugreifen. Und ich habe extra eine Fatwa genommen von einem Scheich, der in Saudi-Arabien als radikal gilt. Ja? Und von vielen kritisiert wird. Von Salman al-Auda. Die habe ich rausgesucht, die habe ich gefunden. Und der, der in Saudi-Arabien als radikal gilt, der sagt ganz klar, dass das verboten ist und bringt Hadithe dazu und alles drum und dran. Der war sogar schon im Knast gewesen, subhanallah. Kannst du dir das vorstellen? Er sagt das ganz klar und wer gesagt, wer es lesen will, kann es noch mal, kann es gerne nochmal lesen, aber ich denke, dass die Sache ganz klar ist. So, was ist jetzt unsere Pflicht? Unsere Pflicht ist, sowohl Muslimen als auch Nicht-Muslimen diese Botschaft richtig rüberzubringen und einen Muslim, wenn er dieses vorhat, daran zu hindern. Denn Allah sagt, der Prophet sagt ganz deutlich, du musst deinem Bruder helfen, wenn er im Recht und im Unrecht ist. Da sagen die Gefährten, wie auch wenn er im Unrecht ist, dann sagt er im Unrecht, denn du musst ihn aufhalten, Unrecht zu tun. Damit hast du ihm dann geholfen. Ganz klar, das heißt jetzt nicht, dass wir rumspionieren bei irgendjemandem, das ist keine islamische Art. Das ist nicht von Islam. Aber das heißt, dass wir zumindest den Leuten Bescheid sagen, dass dies nicht zu rechtfertigen ist. Ja. Dann, die nächste Sache, die ich sage, ist, weil wir machen hier keinen Stopp. Wir sagen nicht Casablanca, Djerba, also wir sagen Casablanca, Djerba, dann irgendwelche Hochhäuser in die Luft jagen oder zu sprengen oder eine U-Bahn und so, da haben wir schon drüber geredet. Wir sagen, wenn das ein Muslim macht, haben wir den Mut zu sagen, dass das ein Verbrechen ist. Und dass das nicht von Islam ist. Egal, ob das unser Freund ist oder unser Feind ist, aber wir sagen, diese Sache ist verkehrt. Bei dem Muslim. Aber zur selben Zeit machen wir hier nicht Stopp. Sondern wir gehen weiter. Wir können nicht sagen, ja okay, das ist jetzt so, wir sind die Bösen. Sondern wir sagen zur selben Zeit, hat man denn auch Mut? Hat man denn auch Mut zu sagen, dass das, was passiert, durch Hände von Leuten, die sich Christen nennen, in islamischen Ländern, dass das auch ein Verbrechen ist? Saddam Hussein war kein guter Muslim. Hat am Ende seines Lebens die Schehada gemacht, aber wir müssen realistisch sein. Er hat viele Menschen getötet. Aber das, was in den letzten Jahren im Irak passiert ist, da sind mehr Menschen ums Leben gekommen als in der Regentschaft von Saddam Hussein. Alleine durch den Boykott nach dem ersten Golfkrieg sind wie viele Menschen ums Leben gekommen? 500.000 Kinder gestorben durch den Boykott. Können wir jetzt das Fehlverhalten von Saddam Hussein, können wir es deswegen rechtfertigen, 500.000 Kinder zu töten? Der zweite Golfkrieg, was war das gewesen? Wegen Massenvernichtungswaffen. Wo sind die? Tausende Menschen, tausende Zivilisten getötet. Wo sind die? Wo sind die Massenvernichtungswaffen? Wo sind die? Nirgendwo. Komischerweise, man hat keine gefunden, aber man ist immer noch dort. Und es gehen mehr Menschen drauf als zur Zeit von Saddam Hussein und alles ist Tohu Wabohu. Friedenstruppen nennt sich das. Subhanallah. Friedenstruppen. Worum ging es? Ging es da um was ging es? Um Massenvernichtungswaffen? Oder um was ging es? Hat er einen anderen Vorschlag, um was es ging? Wo? Öl? Mashallah. Guck mal, von da kommt Öl, von da kommt Öl, von da kommt Öl. Das ist ein offenes Geheimnis. Jeder weiß es, ja. Jeder weiß es, Öl. Und die Menschen werden abgeschlachtet. Und kein Mensch traut sich, was dagegen zu sagen in Deutschland, oder? Traut sich einer, was dagegen zu sagen? Nee. Kommt dann mal ab und zu mal, kommt vielleicht eine Demonstration. Aber im Prinzip, alles läuft mit. Das sagen wir genauso. Wie viele Menschen sind da ums Leben gekommen? Egal. Krieg lässt sich nicht rechtfertigen. Ja? Egal, wer das macht. Ob das ein Muslim ist, ob das ein Christ ist, ob das ein Jude ist, egal wer das ist. Wir sagen zu jedem, wir sind gegen Terror, gegen Zivile, gegen Zivilisten. Egal, von wem dieser Terror ausgeht. Und in diesem Fall genauso. Deswegen gibt es einige Leute, die sagen heutzutage, sagen die, zum Beispiel Harry Belafonte, kennt ihr Harry Belafonte? Ja. Give me ho, Joanna. Ne? Kennt ihr bestimmt, ne? Ja, ich will nur sagen, damit die Leute wissen, wer gemeint ist. Hey, oh. Da, da, da. Dieses Lied, ne? Ja, ich kenne auch von früher, ja.
Der sagt, der größte Terrorist ist George Bush. Sagt Harry Belafonte, ich habe das nicht gesagt. Ich nicht. Wie der Papst in Regensburg. Der hat nur zitiert, was jemand über den Propheten Mohammed aus dem gesagt hat. Aber selber hat er das nicht so gemeint. Ich habe das nicht gesagt. Vielleicht habe ich es gedacht, aber gesagt habe ich es nicht. Ich habe nur zitiert, was Harry Belafonte gesagt hat. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. So, dann natürlich mit den Medien, wie hat man damit umzugehen? Ganz einfach, brauchen wir kein Wort zu glauben. Dann gebe ich jedem Muslim den Tipp, sich hier friedlich zu verhalten, sich vorbildlich zu benehmen. Aber auch zur selben Zeit müssen wir den Mund aufmachen. Weil wenn du den Mund nicht aufmachst, ist es so, als wenn du es akzeptiert hast. Wenn jemand zu dir nach Hause kommt, der will deine Tochter heiraten und du sagst nichts dagegen und deine Tochter sagt nichts dagegen, dann ist es so, als wenn du den akzeptiert hättest. Aber wenn deine Tochter ihn nicht will, sagt sie, bah, den will ich nicht. Oder I, aber das sagt sie vielleicht nicht. Und der Mann sagt, und der Vater sagt, nee, dich wollen wir nicht haben. Deswegen muss man den Mund aufmachen, so wie man es darf. Wir gehen nicht durch die Straßen, schmeißen Fensterscheiben ein oder üben Gewalt gegen irgendjemanden aus, aber man muss zumindest den Mut haben, nicht bei allem Ja und Amen zu sagen und zu sagen, ja, Entschuldigung, dass wir Muslime sind. Das sind meine Worte. Wie gesagt, möge Allah uns alle recht leiten. Allah!